Das ist der größte Blender. Oh Gott, ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Was laberst du, Junge? Spielt wieder so gut, Digga. Was geht ab, WeFamily? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer ist der Imposter? Heute haben wir Team Barca-Lover am Start. Einmal bitte Applaus für die Jungs. Und Joker Tolulu ist auch am Start. Heute geht es darum, die Imposter unter uns zu entlarven. Zu den Regeln. Jeder Spieler erhält ein Wort auf seinem Handy. Doch aufgepasst, zwei Spieler sehen das Wort nicht. Stattdessen steht auf ihrem Bildschirm nur das Wort Imposter. Diese müssen versuchen, es sich nicht anmerken zu lassen, dass sie das Wort eigentlich gar nicht kennen. Wir spielen wie immer, diesmal mit neun Kandidaten. Ich bin gespannt, wie sie sich anstellen, ob sie gut oder schlecht spielen, denn die Jungs drehen eigentlich genau denselben Shit, nur ein bisschen spezieller aufgelegt auf Fußball, Influencer und so weiter. Und Joker dreht ja auch denselben Shit, aber in Real Life, yes, mit den richtigen Impostern. Da kommt irgendwann auch die Folge raus, ne? Genau, mit dir zusammen. Wann kommt das weg? Wann kommt es raus? Wann kommt deins raus? Wann kommt deins raus? Wann kommt deins raus? Meins kommt raus, wenn deins rauskommt. Okay, kommt dann, wenn das auch. Okay, wenn okay, das Video dann kommt, also checkt auf jeden Fall auf Jokers Video ab. Wir beginnen direkt mit der ersten Runde. Ein Countdown. Let's go. Ich frage zuerst, ich spiele Nummer 5. Alles klar, komm. Würdest du. Nein, ich frage mal anders. Wie passt es zu deinem Alltag? Ich sag nicht häufig, also bei mir spezifisch. Okay. Irgendjemand lacht auf jeden Fall fake. Irgendjemand lacht auf jeden Fall fake. Okay, Spieler Nummer 2. Ja. Würdest du sagen, in was für einem, in was für einer Branche kann man es kaufen? Ich würde sagen so Lebensmittel. Okay. Was ist schon viel, viele Informationen. Ja. Ich weiß nicht, ob er nervös ist oder sich freikaufen wollte, aber das war sehr viel Information. Okay. Spieler Nummer 3. Ja. Ist es eher trocken oder feucht? Boah, das ist eine gute Frage. Leicht, ich würde sagen, von außen trocken, von innen feucht. Gute Antwort. Danke. Spieler Nummer 6. Ja, bitte. Passt das in deinen Mund? Habe ich noch nie probiert, Bruder. Ist das jetzt genug oder? Ich hab's noch nie probiert. Ah, ja, ich hab's noch nie probiert. Okay. Wird Zeit, ja. Zeit, sagst du? Wieso wird das Zeit, Bruder? Bruder, musst du selber wissen. Aha, okay. Irgendjemand lacht so fake, Digga. Das ist Zeit, einer ist ein richtig guter Schauspieler. Ja. Okay, wenn du schon sagst, es wird Zeit, nochmal 5, warum wird es Zeit? Ich sag, man sollte alles mal probieren. Aber tschüss! Nicht so weit. In diesem Sinne schon. Sollte man machen, ne? Ja. Okay. Spieler Nummer 4. Ja. Bist du ein Fan davon? Ja, schon fresh. Also, ja. Ich bin kein. Niemand ist Fan davon, aber. Kann man machen. Okay. Ich frag. Spieler Nummer 1. Guck mal, man kann ja etwas mit dieser Sache machen, so das Main, diese Main-Sache einfach. Kann man noch andere Sachen damit machen? Ja. Ja? Ja. Willst du wissen was? Oder? Will ich wissen was, aber das ist ja, sag schon ein bisschen. Du musst überlegen, weil ich, ja, wir müssen Familienfreunde werden, oder? Okay. Ich frag diesmal 6. Wenn du. Ich muss mal lange überlegen. Ne? Du hast 5 Sekunden noch Zeit. Schnell. Jetzt ist er unter Druck. Zu wem würde es hier am besten passen? Nochmal bitte was? Zu wem würde es hier am besten passen? Zu wem würde es hier am besten passen? Ich würde sagen. So ist die. Zu Nummer 3. Ja. Oh, ja. Warte mal, warum? Ja. Warte. Ich bin gleich noch. Ey, du machst immer schlimmer. Spiel Nummer 3. Was? Spiel Nummer 3? Crazy. Ich? Okay. Warum? Okay, keine Ahnung. Das
Jetzt hast du die normalsten Antworten gegeben. Hä? Du willst mich raus, weil ich die normalsten Antworten gegeben habe? Dann weiß nein, ich nichts, was so besonders ist. Okay. Okay. Du? Ich habe den Imposter gewählt. Nummer 1. Oh, krank. Kranker Call. Ich habe mich für Nummer 5 entschieden, weil ich weiß nicht, was er mit dem Teil vorhat, aber... Weil ich auf jeden Fall nichts. Deswegen habe ich 5 genommen. Ich habe mich für den Imposter entschieden, auch Spieler Nummer 1, weil er ist ein guter Imposter, ich weiß das, aber ich habe ihn durchschaut, Bro, es tut mir leid. Ich denke, ich habe beide Imposter schon im Kopf und ich habe den einen Imposter gewählt, Spieler Nummer 6. Oh! Bisschen auf die falsche Fährte gelockt und sowas. Ja, ne? Kann gut sein und der zweite ist hier neben mir. Ich bin umgeben von Impostern. Ich bin umgeben von Impostern! Was soll man machen? Okay, ich glaube, ich habe auf jeden Fall definitiv einen Imposter. Das war das die Nummer 1. Zu 100%. Allein schon wegen der Körpersprache. Du bist hier der Einzige, der hier die ganze Zeit so. Ey, leicht nervös, leicht nervös. So, das da. Achso, jetzt sind wir Freunde, ne? Ah, und damit ist Spieler Nummer 1 leider draußen und darf sich auf der Casting Couch hinsetzen. Okay. Und zwar haben wir ja gesagt, man findet das in so ein, was hat man gesagt, Lebensmittelgedöns, ne? Wie lange bräuchtest du, um es zu finden, Nummer 4? Wenn ich da bin. In diesem Laden. Ja, 15 Sekunden, weil man geht rein, die Abteilung ist meistens direkt am Anfang. Tschüss. Willst du dich freikaufen? Ja, was es ist. Sag mal, was ist noch Namen? Die Abteilung ist groß. Ja, aber direkt am Anfang ist es in jedem Lebensmittel. Okay, okay. Oder bist du noch den Preis an? Okay, guck mal, Spieler Nummer 6. Mhm. Isst du das lieber, beziehungsweise so die breite Masse, ist man das eher warm oder kalt? Okay. Wie okay? Kalt. Das ist eine 50-50 okay. Chance. Frage, was zu sagen, ich bin bereit. Wie lange dauert ungefähr die kalte Zubereitung davon, Nummer 5? Boah, kommt drauf an, was man damit macht, aber kann schnell sein. Das kann 3 Sekunden sein, das kann aber auch, wenn man sich Mühe gibt, 5 Minuten dauern. Oder auch. 5 Minuten? Wenn man richtig viel damit macht und so. Ist okay, kann man machen. Guck mal, ich bin nicht schnell in der Küche, deswegen was soll man machen. Okay, hau raus. Spieler Nummer 2. Okay. Wie okay? Spieler Nummer 2. Okay. Wächst es? Wo wächst es? Hm? Wo wächst es? Auf dem Baum? Auf dem Boden? Ich weiß auch nicht. Gute Frage, was drin oder? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube so. Ich weiß ja das Wort, ich weiß wo. Ich glaube vielleicht Bodenerde. Ah, Scheiße! Die Runde ist vorbei. Zeit vorbei. Das Ding ist, eigentlich bist du safe, aber Bodenerde ist crazy, Bruder. Oh. Dieses Bodenerde. Digga, mich auseinandergenommen. Er sagt, ich weiß das Wort, aber ich weiß nicht wo. Okay, wir dürfen wieder noch hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe 5 genommen. Oh, falsche Entscheidung. Das ist eine crazy Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht, ob du ehrlich nicht weißt, wo das wächst. Oder ob du nicht weißt, worum es geht. Aber ich nehme 2. Okay. Ich habe mich entschieden für Spieler Nummer 3. Wo ich weiß nicht warum, aber du lachst schon ein bisschen viel. Er lacht am meisten von uns allen. Er lacht auch viel, aber ich glaube, du lachst so ein bisschen mit, weil du gecheckt hast, worum es geht. Weil du sagst auch von Anfang an, willst du verkaufen, vielleicht willst du verkaufen. Okay. Also, da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Da gehe ich auch nicht mit, weil ich kenne den Kollegen, der ist ein bisschen lost manchmal. Ich sag, es ist Spieler Nummer 6. Krank! Der Typ will mich raus, Digga. Der Typ will mich raus, Digga. So, aber jetzt spielen wir ein bisschen Ping-Pong, Nummer 5. Oh. Auf entspannt. Auf entspannt. Ohne viel reden, einfach gehen. Einfach gehen. Nummer 4. Boah, stell mir alles, was du willst. Ich weiß alles. Ehrlich? Ja. Welche Farbe? Soll ich liegen? Soll ich liegen? Leak. Soll ich liegen? Soll ich liegen? Soll ich liegen? Mhm. Grün. Da staunst du, ne? Du bist dran. Entweder er kennt das Wort. Okay.
Ich nehme wieder Spieler Nummer 6. Ja, bitte. Trinken viele Leute den Saft davon? Definiere wie viele Leute, Bruder. Also ist das so beliebt einfach so? Man geht so einkaufen, man holt Saft davon? Nein. Okay. Vielleicht Steven, aber... Warum nicht? Okay. Das Ding ist, es ist... Wir kennen alle das Wort. Also ich versuche mal mit Nummer 3. Wieso sage ich jedes Mal unbedingt, dass du am meisten mit diesem Wort zu tun hast? Weil du auch am meisten mit diesem Wort zu tun haben könntest. Wow. Ist das deine Antwort? Ach so, okay, ach so. Oder nicht? Ja, genau, deswegen bestimmt, ja. Gar nicht verstanden. Ich habe alles verstanden, Bruder. Ja, okay, dann bin ich an einem Minute sauber. Ja. Oh, was? Crazy, Digga. No matter for. Heftig. Bin mir nicht sicher, aber ich gehe damit. Ich habe die 6 gewählt. Mhm. Ich habe die 3 gewählt, ich bleib dabei. Mhm. Ich hab die 3 gewählt. Warum? Ich hab dich auseinandergenommen, Bruder. Ich hab dich auseinandergenommen, Digga. Aber dann habe ich deine Frage falsch verstanden. Ich glaube, du hast sie richtig verstanden. Ich glaube auch, du hast sie richtig verstanden. Aber warum hast du mich dann genommen? Mm. Okay, ich bin out. Ihr habt sie leider beide. Ihr habt sie beide, ne? So ein Ding ist das. Ihr beide? Eins und beide. Ja, wir beiden. Wie gut ist das, Digga? Schlecht. Oh, erste Runde, ich bin oha, Digga. Aber er sagt außen trocken. Ich dachte, er ist Aubergine. Dann grün dachte ich Gurke. Ja. Ist auch. Ist Gurke? Aber Gurke. Wusstest du das direkt? Ich wusste Gurke. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Er sagt nicht. Außen trocken. Er war safe. Er hat einfach aber du kannst das Wort, aber. Spät erst. Als er grün war, weiß ich mir zu 100% sicher. Okay, aber warum hast du so auf meine Frage geantwortet, Bruder? Ja, das passt zu dir wegen Fitness und so, Bruder. Ich bin das Gegenteil von Fitness. Ach so. Also für Fitness mal. Wir sind ganz so wegen Gesundheit und so. Und deswegen, das war meine Frage. Als ob Gesundheit zu mir passt. Ich esse jeden Tag Chicken Wings mit Pommes. Ich hab Gurke genommen, weil diese Doppeldeutigkeit von Gurke, weißt du? Okay. 6. Leichte Nervosität in der Stimme? Ja. Warst du schon mal da? Lass mich kurz nachdenken. Nein, war ich nicht. Okay. So. Spieler Nummer 5. Oder wie man persönlich ist. Kennst du eine Person von da? Ich persönlich ja. Ja? Ja. Okay. Krank. Okay. Spieler Nummer 1. Yes. Würdest du diesen Ort gerne mal besuchen? Wenn du es noch nicht getan hast. Habe ich schon. Spiel Nummer 4. Magst du diesen Ort? Ich liebe diesen Ort. Okay. War das ironisch? Er versteht meine Antwort schon. Okay, ich frage Spieler Nummer 3. Ja. Wie kleidest du dich, wenn du dahin gehst? Boah. Dafür kennt ihr mich, glaube ich, nicht gut genug, aber ich würde genau so gehen. Spieler Nummer 2. Sind da eher blonde oder brünette Frauen? Brünett. Ja. Okay. Komm direkt, Bruder. Ich schwör, er hat nicht immer zu Ende sprechen. Okay, Spieler Nummer 3. 4. Sorry. Schön, ja oder nein? Ja. Spieler Nummer 6. Mhm. Krass. Muss man Geld dahin mitnehmen, wenn ja, wie viel ungefähr? Muss man Geld dorthin mitnehmen, wenn ja, wie viel ungefähr? Ja. Kommt drauf an, was du da machen möchtest, ne? Also, wie viel ungefähr? So, bist du 2 Wochen da, bist du 2 Monate da, dann brauchst du natürlich entsprechend Geld, ne? Ja, die Frage war jetzt nicht so stark gestellt. So, Nummer 5. Oder war klar, natürlich nicht wieder. Weil deine Körperhaltung ist sehr abweisend. So, das ist echt aggressiv, ne? So, nenne mir eine Farbe der Flagge. Boah.
Gute Frage. Boah, ich bin echt nicht flaggenaffin. Mhm. Ich sag rot. Nicht? Wohl? Aber welcher Flagge jetzt? Ich habe nur Flagge gesagt, je nachdem, was er meint. Ist alles gut. Okay. Spieler Nummer 2. Gut zu wissen, warum? Gut zu wissen. Gut zu wissen, was auf der Flagge gesagt. Er hat was anderes gesagt, aber er antwortet. Hey, Mann, Luke Geisteskrank. Warte mal. Würdest du diesen Ort mit deiner Freundin besuchen, wenn du ihn hättest? Ja. Okay. Spiel Nummer 5. Zeit ist um. Ich bin mir diesmal nicht so sicher. Nicht so sicher. Aber dieses Rot nicht, das war ein bisschen. Ich wollte ihr eigenes Video drehen. Wir gehen uns gleich schlagen, Digga. Okay. So. Okay. Ich war mir auch unsicher, wenn ich wählen soll. Aber ich denke, ich habe mich für Nummer 1 entschieden. Ich habe wenig von dir gehört, deswegen. Okay. Also, ich schließe mich Spieler Nummer 6 an. Ich will auch Spieler Nummer 5. Hart, Leute. Ich habe warum auch immer Spieler Nummer 4. Aber ich glaube, weil ich eventuell falsch denke. Aber das müsst ihr mir dann später ich weiß machen. Nämlich, ich weiß ganz genau, wie Spieler Nummer 4 denkt. Ich weiß ganz genau, warum. Ich löse gleich auf, Digga. Nummer 5. Krank, dass das Ding. Ja, richtig, Leute. Merke ich mir alles. Ich hab Nummer 4 gewählt. Oh! Nummer 5 hat 3 Personen, ne? Ja, ja. Time to say goodbye, bro. Spieler Nummer 4. Ist der Ort für etwas bekannt? Der Ort ist für etwas Bestimmtes bekannt. Also, ja. Welcher Ort nicht, Bruder? Ich glaube, jeder Ort ist für etwas bekannt. Ja. Ich weiß nicht mehr. Du müsstest fragen, wofür ist das? Yeah. Ich wollte auch weiterfahren eigentlich, aber er hat direkt geantwortet. Entschuldigung. Spieler Nummer 1. Geht man da zum Schwimmen hin, also zum Baden, so strandmäßig? Da nein. Okay. Oh, ich weiß genau, wie so das gefällt. Ich auch. Okay, Eigentlich man weiß auf jeden Fall nicht. Nummer 6. Ja, bitte. Du hast Flagge gesagt. Sag du mir mal eine Farbe von der Flagge. Ist das gelb-orange? Ich bin mir nicht sicher. Also entweder gelb oder orange, eins von den beiden. Ich weiß, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber, es geht eher ins Gelbe. Auf dem. Bruder, jetzt hat er mich rausgebracht, Digga. Oh. Entweder ich bin dumm? Okay. Okay. Nummer 2. Wie lange braucht man dahin? Mit dem Flugzeug. Starke Frage. Das muss eigentlich wissen. 2 Stunden? Ja, passt. 2 Stunden? Passt. Aber frag schnell, ich habe keine Zeit, 5 Sekunden. Nummer 3. Red's. Ja. Ist schon vorbei. Ich bin wieder auf Nummer 4. Ich bleib dabei. Ich auch. Krank. Ich hab, warum? Ey, warum habt ihr eben nicht 4 genommen? Ich hab 6 genommen jetzt. Ich war so unsicher. Bitte, du musst auch das genommen haben, was ich genommen hab. 1. Sorry, Bruder. 1. Ja! Wow! Dadurch, dass Spieler 4 und Nummer 1 jetzt die gleiche Anzahl an Punkten haben, darf jeder ein Wort droppen, was uns davon überzeugt soll, dass sie es nicht sind. Du kannst anfangen, er kann ja eh nicht mehr ändern. Okay. Klitschko. Ich hab Krone. Ich muss auch wieder aufkommen. Junge, gib mir diesen Stift mal, bei dir nicht weg, Digga. Was machst du überhaupt noch hier? Klitschko, Digga. Nee, das sind beide, ne? Ja. Ja, okay, komm zurück. Wir haben stark gespielt. Aber sie können noch auf das Wort kommen. Ey, ich dachte, es ist Ukraine irgendwie, weil die gelb waren. Keine Ahnung. Okay, ihr dürft. Seid ihr auf das Wort gekommen? Nein. Jeder darf ein Wort droppen. Wenn es richtig ist, dann habt ihr die Runde noch geholt. Ich habe nachgedacht, in 2 Stunden entfernt. Orange, gelblich. Krone. Krone. Und rot ist nicht ganz falsch, das heißt, da könnte irgendwas kleines Rotes sein. Vielleicht auf der Krone. Warte mal. Nein. Ich hab keine Ahnung, ich bin ehrlich. 5, 4. Keine Ahnung.
Ich sage mal Spanien, scheiße. Zwei. Eins. Ach, es ist Madrid gewesen. Nein. Ich liebe diesen Ort. Ja. Ich direkt, du bist ich raus. Ich würde gerade eben, als ich sagen wollte, ja, ich weiß, deswegen war ich ja erste Runde für ihn. Aber danach nicht mehr. Ja, weil ihr irgendwas gesagt habt mit, ihr wisst, warum er das gesagt hat. Ja, deswegen war es das. Nein, niemanden das. Nicht ich. Ich wusste einfach. Aber das ist voll schlau, dass ich sage, ich liebe das bei Madrid, nein, auf Ironie. Ja, ich dachte, das war ganz überzeugt. Ja, viel zu überzeugt. Ja, okay, shit. Drei Minutos. Wer fängt an? Spieler Nummer 6. Ich fange an. Kann man... Ich fange an. Achso, du fängst an. Achso, du wolltest mich direkt fragen. Ich will nicht fragen. Achso, Black on Black Crime, okay. Attackieren. Ja, ich wollte direkt sagen, Spieler Nummer 5. Ich schwöre. Kann man damit was vorbeugen? Ja. Okay. Oh, ein bisschen leichte Frage. Ja, sehr leichte Frage. Sehr leichte Frage. Für dich leicht, meine ich, nicht für den Empfänger. Ja, genau. Oh, okay. Sehr stark, sehr stark. Ich will es nicht zu einfach machen, Lea. Das ist zu einfach, wenn ich das jetzt frage. Ist das Zeit? Nummer 2. Du musst das ja nicht fragen. Nummer 2. Hast du es schon mal benutzt? Also, ich weiß nicht, wovon bezogen ist, aber wenn es das ist, was ich denke, dann nein. Okay. Aber ja, okay. Generell. Ist okay, ja, okay. Ja, ja, ich check. Okay, Imposter Nummer 1. Immer ein Wort gesagt, der schießt direkt auf ihn. Wenn du eine Farbe zuordnen würdest, welche Farbe wäre das? Blau. Mit in die Kamera gucken hat er sogar. Ciao. Komplett selbstbewusst, damit du nicht sagst, dass ich dir zitter. Ich zitter immer. Okay, ich packe Spieler Nummer 4. Los. Wo würdest du hingehen, um das herzubekommen? Also ich brauche was dafür, damit ich das überhaupt bekomme. Und dann gehe ich zu einem bestimmten Ort und da bekomme ich das dann. Verdammt. Krank. Crazy. Mic drop. Damn. Crazy. Okay, ich frage Spieler Nummer 5. Endlich? Wie oft benutzt man das? Boah, da kommt drauf an, ob du das brauchst oder nicht. Okay. Das war eine schlechte Frage. Spieler Nummer 3 ist für mich safe, deswegen frage ich Nummer 2. Ja, frag. Dann passt das. Spieler Nummer 2. Wie lange brauchst du, wenn du es benutzt, wie lange brauchst du für die Verwendung? Wie lange brauchst du dafür? Achso, um es einzunehmen oder um es... Um das vorzubereiten und alles. Achso. Oder man kann das ja nicht einfach so... Nein, kann man das nicht. Das nicht. Okay. Kann man nicht. Fünf hat schon recht, ja. Ja. Oder ich versuche jemanden hier eine Frage zu stellen, um ihn zu verarschen. Ja, also hast du gefragt? Also, du hast nicht beantwortet. Was? 5 Sekunden. Okay. Okay, Nummer 5 wieder. Du musst eine Frage stellen. Okay. Ja. Muss ich entscheiden. Mann oder Frau? Frau. Hast du die Frage nicht bekommen? Die Leitfrage? Haben wir nicht irgendwas mitgenommen? Hast du was in eine andere Runde? Ja. Okay. Alles vorbei. Shit. Guck mal, ich habe wirklich nichts gegen dich, ne? Das fängt schon wieder an. Wollt ihr gleich alle auch noch zeigen? Ich hab 2. Ja, ich will auch zeigen. Hier, du machst das. Ich hab 1. Oh. Ich hab 1. Warum 1? 1? Leute, mit was wird das zubereitet? Nein, Mann, ich hab 1 gewählt. 5. Krank. 5. Ja. War schön mit dir, ne? Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Spieler Nummer 1? Yes. Passen mehrere auf einmal in deinen Mund? Ja. Okay. Spieler Nummer 2. Du meinst auch, ich bin Imposter? Ja. Mit welcher Süßigkeit würdest du es vergleichen? Oh. Du kannst eine Süßigkeit auswählen, die ähnlich zu dieser ist. Das ist zu auffällig, wenn er die sagt. Aber leider muss man in diesem Spiel die Wahrheit sagen. Das heißt, er muss antworten. Soll ich? Aber du kannst natürlich... Ähnliches. Kommt doch die Form an, aber ich sag mal jetzt Traubenzucker, kleine.
Er wollte was anderes hören. Krank. Ich bin Nummer 1. Auf mich? Ja. Es ist essbar. Essbar? Mhm. Nein. Was heißt essbar? Essbar? Nein. Okay. Du okay. Bist denn wieder? Essbar? Nein. Oh Mann, ich weiß es gar nicht, ne? 30 Sekunden. 30 Sekunden? Oh, ich glaube, ich bin Nummer 3. Oh Mann, ich hasse es, im Druck zu sein. Hast du das schon mal selber gekauft? Nee, man kann es nicht kaufen, wie er Egard schon gesagt hat. Spieler Nummer 1. Oh, schon zwei. Die ganze wieder Zeit. Auf mich? Spieler Nummer 1, ja. Glaubst du, dass Leute über 50 das noch nehmen? Nein. Okay. Joker. Wo kommt das denn her, Bruder? Ist sein letzte Dings an Möglichkeit gewesen, noch irgendwie. Hoffnung. Er auf 3 oder? Er auf 3 oder? Ja, genau. 1, 2, 3. Und? Beide. Geht weiter. Geht weiter? Irgendwann ist so gut, ich hasse das, wenn wir so spielen. Ah, nein! Geht ich weiter? Wirklich? Ich sag, wir müssen aufpassen vor Steven. Ich habe die Videos gesehen, er ist ein richtig guter Schauspieler. Was laberst du? Doch, er ist unberechenbar, vertraut mir. Krank. Nein, wir machen mit Fragen weiter. Mal gucken, wer ist dran? Ja. Wer hat denn Ingrid die letzte gekriegt? Er hat gefragt, Ingrid. Na, er hat die abbekommen, mit 50. Ich habe gefragt, ja. Crazy. Komm, eine Minute. Okay. Willst du mich fragen? Bin ich dran? Kannst du. Okay, ich frage Spieler Nummer 3. Also, Spieler Nummer 3. Ja, wie geht's? Also es gibt ja einen bestimmten Grund, warum man das zu sich nehmen sollte. Ja. Und jemand hat gesagt, mehr Frauen. Ja. Geht das auch bei Männern? Nein. Nicht das. Okay. Spieler Nummer 6. Ja, bitte. Oh mein Gott, ich habe noch 25 Sekunden. Spieler Nummer 6. Ja. Nimmt man das 365 Tage im Jahr? 365 Tage? Also meinst du jeden Tag? Nimmt man das 365 Tage im Jahr? Ja. Muss. Oh Gott, ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Oh, ihr habt mich. Das ist crazy. Sag mal. Bruder, das Ding ist, die Frauen in meinem Haushalt, Bruder, die haben das nie benutzt. So, das ist das Ding. Ja, starker Call. So. Muss aufschreiben, oder? Warum? Ist Zeit doch vorbei, oder nicht? Ja, aber warum? Ach, dürfen wir diskutieren jetzt? Nein, das Ding ist, aber bitte nicht droppen. So, also, du darfst den Imposter nicht darauf bringen. Das machst ihm das schon sehr einfach. Die Frauen in meinem Haushalt haben. Ach so. Also, okay, wir können aufschreiben, aber mir gefällt nicht, was du denkst. Er hat dich gewählt, Steven. Hey, Bruder, das macht gar keinen Sinn, aber ich hab dich gewählt. Und ich hab Joker gewählt. Du entscheidest. Nein, hast du mich gewählt. Wenn du mich gewählt hast, bist du raus. Du bist raus, Bro. Wir haben alle eine Stimme. Wir haben alle jemanden. Hä? Was glaubst du? Wir müssen alle ein Wort sagen. Ich ändere nicht. Das auf... Oh, Digga, das wird zu einfach für den Imposter. Okay, wir müssen alle jetzt ein Wort sagen, was den Imposter aber auf jeden Fall nicht darauf bringt. Guck mal, ich muss nachdenken. Guck, ich habe Supplement geschrieben. Ja, ich glaube, das Ding ist, wir waren die ganze Zeit schon in der Medizinbranche, so ein Supplement irgendwie. Aber denk nach. Ja, ich weiß. Ich wollte Pubertät schreiben, aber ich weiß nicht, wie man das schreibt. Deswegen habe ich PU geschrieben. Ich habe Kalender geschrieben. Kalender, okay. Okay. Weil ich nicht wollte, dass die Person drauf kommt. Ne? Aber wer es checkt, dann müsste eigentlich wissen, warum ich Viagra genommen habe. Denke, jetzt müsst ihr neu. Boah. Ich hab Nummer 4. Ich wusste. Ich hab safe Nummer 2. Ich will Nummer 1. Nummer 1, wer ist das? Nummer 2, er. Nein, er ist 1. Ich hab Nummer 2.
Ja, okay. Krank. Ja, schon wieder stechen. Oh. Schon wieder stechen? Aber er weiß mittlerweile das Wort. Okay. Das ja, Redner übertreibt was. Okay, hau raus. Ich hab Schutz. Ja, ich hab Schutz, Schild. Weil ich nicht Schutz schreiben wollte. Krank, wer ist es? Scheiße. Du kannst dich nicht. Vertrau mir, Kamil. Er hat eben Supplement. Okay, wir müssen. Ne? Ja, Supplement. Wir ja, müssen. Bro, nachdem ich Apotheke erklärt habe, eindeutig. Wir müssen aufschreiben, Joker. Das war die erste Runde mit Apotheke, wollte ich nur noch sagen. Wir müssen aufschreiben, Joker. 100%. 100%. Du hast mir nicht nochmal. Supplement ist geballert gewesen. Ich check aber, was er meint mit Supplement. Aber so schnell. Es ist kein Supplement. Ja, ich. Es ist kein Supplement. Ich check genau. Ja, aber ich check, was er damit meint, Digga. Es ist kein Supplement. Ja, du schlau. Guck mal, es kommt. Okay, aber jetzt gerade. Jetzt gerade hast du mir zu doll meine Karte gespielt. Jetzt hat er mir ein bisschen gepusht, Digga. Hast du ihn? Hab ich dich bezeugt? Joker. Nimm die 4. Junge, ich bin nicht Imposter. Nimm die 2. Ich auch nicht. Was soll ich machen? Nimm die 2. Das Ding ist. Gerade Steven ist gerade alles egal und er pusht die ganze Zeit. Nein. Ich glaub, er ist das, Digga. Und er macht die ganze Zeit nur dieses, Digga. Du wirst doch gleich sehen, dass es vorbei ist. Du wirst doch gleich sehen, dass es vorbei ist. Ja, wir müssen ja die Runde jetzt irgendwie beenden, ne? Ja, nehmen wir 4 oder 2? Wir. Wir. Du bringst mich so auf, Digga. Nehmen wir, wir sind ein Team. Nehmen wir auf. Komm, wir nehmen erstmal. Ja, dann, nein, ja, nein, Bruder. Nein. Ja, komm, ich bin mit dir. Okay, nein, let's go. Ja, okay. Cool. Sorry, Bruder. Safe. Sorry, ich weiß, alles gut. Ich weiß, alles gut. Ist vorbei. Ist geht vorbei. Weiter. Weiter. Ah! Das ist der größte Blender. Entweder du oder du bist ein Betrüger. Nein, du bist ein Betrüger. Guck mal, okay, lass uns eine Runde ohne Reden machen, Digga, okay? Okay, komm. Ihr habt mich geballert. Also, irgendjemand. Aber brauchen wir überhaupt noch reden, weil jeder wir weiß. Wir brauchen das Wort. Nicht reden, Bruder. Wir brauchen nicht was? Reden. Jeder weiß jetzt so oder so, um welches Wort es geht. Ja. Komm, 30 Sekunden. Ja, Spieler ist. Nummer 4. Nenne mir eine Sache, die nicht gut daran ist. Viele Nebenwirkungen. Ich nenne mir eine. Hormonstörungen, keine Ahnung, Pickel. Ja. Es gibt richtig viele bei manchen. So, bei okay. Manchen, ja. Spieler Nummer 3. Ab wie vielen Jahren bekommt man das? Wenn man, ja, will, wenn man will. Heutzutage glaube ich schon ab 15. Früher nicht. Kann Spieler sein, Nummer 6. Würden zu was greifen Schwarze eher? Zu dem oder zu ähnlicherem? Zu was greifen Schwarze mehr? Schwarze Männer oder schwarze Frauen? Allein die Frage, Digga. Vorbei. Es können nur Frauen sein. Es! Ich bin nicht. Ich nicht so blind. Ja, okay. Okay, mega. Scheiß drauf, ich dreh um. Als erstes 6. 3. 3. Und gewonnen! Let's go! Nicht du! Ich und die Chef! Du bist so schlecht, Digga! Was? Du bist so schlecht! Vertrau mir doch nicht viel, sage du. Warum pushst du denn so? Warum hast du mich gewählt die ganze Zeit? Digga, seit der ersten Runde sage ich, seit der ersten. Warum wählst du mich jede Runde? Bro, ich muss doch. Du! Verkauf mir die ganze Zeit. Vertraust du mir nicht? Wir machen beide 4, vertrau mir. Ah, stark. Es tut mir leid, Bro. Der Gerd hat dich festgenommen, ne? Lösch das Bild mit uns zusammen. Digga! Oh, das war stark gespielt. Aber du kennst das Wort, ne? Irgendwann habe ich gecheckt, dass es um Medizin oder so geht. Und dann habe ich das mit Apotheke gesagt. Und ich habe mich geil. Das mit Apotheke war krank. Ja, danke schön. Aber was ist das nicht Wort? Pille, Babypille, Antibabypille. Ja. Antibabypille, ne? Ja. Boah, da muss man das nicht vorbereiten oder so? Ich dachte das. Digga, Gewürze oder was? Was vorbereiten? Oder? Trinkt man das einfach so? Ja. Ich dachte, man muss so Kalender schreiben, man muss, keine Ahnung was, mit Wasser und so. Ich weiß es nicht. Ah, ihre Mann, Digga, krass. Ich hab's am Ende oder? Nicht so gepusht, Steve, ne? Ey. Wo habe ich gepusht? Du hast am Ende so die, du hast viel zu viel geredet, Digga. Aber ich muss doch reden. So, aber zu viel war das. Die Runde davor war, oder? Ja. Yeah. Ruhiger. Und jetzt so, wir sind ein Team. Wen aber wählen wir? Die Bruder. Ihr magst du was nicht. Spieler Nummer 6. Mit was für einem Gefühl assoziierst du das?
Luke lacht immer, der ist die Büste auf, Digga. Mit massigen Gefühlen? Negativ, eher. Okay. 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 Nummer... Oh, eine verdächtige Frage. Nummer 3. Darf man auch dumme Fragen stellen? Du darfst auch dumme Fragen stellen. Okay. Weil ich glaube, okay. Aber ich sage dir jetzt schon, manchmal lohnt sich dumme Fragen nicht, weil man weiß, dass es eine dumme Frage ist. Checkst okay. du? Ja. Aber ja. manchmal, wenn du ja. umgekehrte Psychologie machst, dann wieder schon. Okay. Süß oder sauer? Was ist das eher? Weder noch. Weder noch, ne? Okay. Würde ich sagen. Spieler Nummer 1. Würdest du eher sagen, es kommt im Umfeld von Männern oder Frauen eher vor? Männer. Okay, ich frage Nummer 5. Was ist los? Hast du solche Leute in deinem Umkreis? Nein. Ich frage Nummer 2. Würdest du sagen, das gibt es hier im Raum? Hey, bist du dran? Guck mal, fürs Video sag ich mal nein. Du musst leider mit der Wahrheit antworten. Nein, ich sag nein. Okay, Nummer 6. Schon mal Erfahrung damit gehabt. Ja. So. Nummer 4. War meine Erfahrung damit positiv oder eher negativ? 100% negativ. Hast du doch schon in der ersten Runde gedroppt, Bro. Habe ich das gesagt? Ja. Was hat er gesagt? Ah, echt? Habe ich vergessen. Deswegen. Achso, stimmt. Ich habe dich gefragt, was dein Gefühl dazu ist. Achso. Okay. Du meinst negativ, deswegen. Ah, scheiße, Digga. Ich habe vergessen. Spieler Nummer 2. Hast du Angst davor? Nein. Okay. Okay. Nummer 3. Jo. Ist das so ein familiäres Ding oder eher nicht? Ein familiäres Ding? Mhm. Ich würde sagen, familiär ist das falsche Wort. Nummer 5. Sind Allmanns dafür bekannt? Einige, ja. Okay, Nummer 1. Yes. Würdest du sagen, im Dorf gibt es viele davon? Mehr als man denkt. Okay. Nummer 4. Du hast eben gerade eine Free-Frage. Eine Free-Frage? Digga, gönnt ihr gar nicht. Aber die Zeit ist so, Bro. Ehrlich? Digga, krank. Frag mich so. Ich habe die Zeit. Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die Nummer 4 gewählt. Ich hab die Nummer 5 gewählt. Krank. Oder jeder jemand anderen? Ich hab die Nummer 5 gewählt. Nummer 3. Was? Wen hast du? 2-2. Und ich save euch alle. 2-2-2. Okay, also 3 und 4. Krank! Okay. Ja. Ein Wort? Oder ja, ein Wort. Ein Wort. Was, wer ist alles? 3, 4 und 5. Krank. Perfekt. Ist ein bisschen auffällig, aber ich hab's nicht ausgehauen. Okay. Habt ihr? Ja. Wird anfangen? Ja. Ich hab Filter aufgeschrieben. Okay. Ja, das ist gut. Ja, normal. Okay, mach du. Ich hab Polizei. Ich hab pervers. Boah, ich weiß noch weniger jetzt. Hä? Also ich check Filter nicht. Oder ich check Filter nicht. Pervers checkt auch nicht, aber. Filter checkt ihr nicht? Ich check Filter nicht. Denk nach. Also du bist ganz weit weg. Das riecht mir nach 2 Impostern hier. Aber wenn der Filter so meint, wie ich denke, ist sogar noch komischer, oder nicht? Ich sag Filter ist... Ich sag so, ich hab ein Déjà-vu. Mehr sag ich nicht. Ihr müsst schreiben. Bleib auch Nummer 4. Auch noch. Krank. Ich mach raus. 4 ist was? Ich hab Nummer 5, aber... Ja. Nächste Runde. Geht dann nächste Runde. Hau rein, Bro. Nummer 5. Ja.
Vielleicht damit anderes checken. Wo ist dieser Filter? Auf Snapchat. Okay. Du hast mir jetzt mal eine Frage entnommen. Ich wollte eigentlich eine App fragen. Check's auch mal, okay. Nicht, ne? Oh, ich bin zu alt dafür, glaube ich. Ich check das jetzt, glaube ich, Digga. Aber zieh weiter. Okay, nennen wir mal ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Ein Jahr? So diese Prime-Jahr, dieses Prime-Jahr davon. Wir haben einen Altersunterschied, Bruder. Ich weiß nicht. Aber weißt du, so, es gibt so ein Jahr, man weiß, so ein Jahresabschnitt, wo das so richtig abging. 2019, vor Corona, besser so. Vor Corona, nach, oder was soll ich da nachnehmen, der, nach 2015. Oder ich weiß, glaube ich, nicht, gut, ich weiß, glaube ich, nicht, worüber ihr redet, Digga. Weil er weiß auf jeden Fall auch nicht. Oder er weiß, aber er guckt ganz komisch. Welches Jahr, Bruder? Okay, okay. Nummer eins. Yes. Das verwirrt mich todes. Aber das Wort nicht weißt. Okay. Nummer eins. Warum gibt es das, denkst du, öfter in Dörfern? In Dörfern? Weil ich auch aus dem Dorf komme. Ist das die Antwort? Also ich kenne mich da besser aus als andere. Ah. Okay. Ja. Okay, ich frage Nummer zwei. Irgendwie bist du voll im Schatten dieser Runde. Vielleicht war es auch, weil du safe bist. Schnell. Hast du Leute in deinem Umkreis, die so sind? Nein. Krank. Ich bin... Vorbei? Ist vorbei. Nummer 5. Auf 5. Safe 5. 100% 5. Das glaube ich nicht. Nummer 3. Nein! Jungs, bleib ich mir. Alles gut. Jede Runde 2. Ist vorbei. Ist vorbei. Geht weiter? Weiter. Er labert. Was laberst du, Junge? Er labert. So gut, Digga. Nummer 3. Hau raus jetzt. Gibt das... Wo ist es öfter? Deutschland, Spanien oder Amerika? Tschüss, Amerika. Prime. Mhm. Spieler Nummer 6. Ja. Verdient der durchschnittlich mehr als der Durchschnitt? Ja. Nummer 3, was ist das Resultat davon? Ich muss ein bisschen schwitzen. Was ist das Resultat davon? Resultat davon? Genau. Besseres Leben. Okay, besseres Leben, okay. Ja. Was macht ihr, Digga? Irgendeiner von euch ist? Ja. Ist vorbei, Digga. 3. Vorbei? It's over, Digga. It's over. Yeah. Komm zurück. Meine Frage mit dem Verdienen war so schlecht, Digga. Ich dachte, es ist irgendwas mit Influencer oder so. Boah. Wollt ihr raten, oder? Bruder, hast du ein Wort? Hast du da? Amerika war richtig, ne? Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Amerika war schon richtig eigentlich. Amerika. Also ich habe geraten mit schlechter Erfahrung, ich weiß nicht. Ich weiß das Wort nicht. Amerika. Es ist überhaupt, also warum Filter zum Beispiel? Hundefilter? Ja. Filter habe ich gar nicht gecheckt. Nee, das Ding ist, und man ist Snapchat. Snapchat hat schon Sinn gemacht. Er hat, als er Filter gesagt hat, nein, als er Snapchat gesagt hat, war so, okay. Snapchat-Filter? Streak oder sowas? Onlyfans? Keine Ahnung. Nudes. Keine Ahnung, Nudes. Guck mal, Joker meint, der hat Erfahrung damit. Mit Nudes, ja, safe. Safe, dann ist es Nudes. Müssen wir. Oh, geht in die richtige Richtung. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich sage, wer ist geschrieben? Ich sage einfach Nudes. Oder das war Fuckboy. Fuckboy? Stimmt, wer ist geschrieben? Das war voll gut. Das war echt gut. Ja, deswegen, wegen pervers war ich so Dings. Jungs, soll ich Hundefilter noch direkt schreiben? Damit pervers war richtig gut. Aber was ist ein Hundefilter? Was ist ein Filter? Bei Fuckboy. Hunde, kennt ihr nicht diese ganzen Videos, diese Fuckboys mit Hundefilter und sowas? Nein, Bruder. Deswegen war ich mal so rausgeflogen, Bruder. Let's go. Nummer 5. Here we go again. Okay.
Okay, ich frage Nummer 1 zuerst. Klar. Nummer 1. Kann man das kaufen? Ja. Nummer 3. Ja. Wann hast du das Test gekauft? Noch nie in meinem Leben. Okay. Nummer 6. Sind Menschen dafür verantwortlich? Definiere verantwortlich. Definiere verantwortlich. Also, ich weiß, was du meinst. Nein. Oh. Okay. Was kann ich dafür fragen? Nummer 5? Du musst eh nicht mehr Nummer sagen. Ist egal. Was für ein Härtegrad hat es? Oha, soll ich jetzt Härtegrad messen oder nicht? Auf den. Ob es hart oder weich ist? Genau. Eher weich. Eher weich? Eher weich. Okay. Es ist jetzt nicht sonderlich hart, dass man sagt, man braucht, keine Ahnung, dolles Material. Ach, nicht zu viel. Okay. Ja. Mhm. Ich frag Nummer 4. Ja. Würdest du sagen, es ist vegan? Nein, ist nicht. Also, nein, ist nicht. Das wäre eine richtig kranke Frage. Ich hoffe, alles, ich wüsste nicht. Nein, guck mal, es geht auch. Alles gut, passt schon. Aber ich wüsste nicht. Warte mal. Spieler Nummer 5. Was ist los? Da. Ist er dein Crewmate oder warum da? Mein Crewmate ist schon richtig, ja. Von einer Skala von. Nein. Glaubst du, das ist zu scharf für Kubilai? Mhm. Für Kubilai? Ja. Okay. Er kann kein Schaf haben, also. Das haben wir schon verstanden. Ja. Macht die Frage noch weniger Sinn, Bro. Spieler Nummer 3 ist mich safe, Spieler Nummer 6. Mhm. Süß oder salzig? Oder mach doch direkt alles kaputt jetzt. Ja, was soll ich denn sagen? So, scheiße, oder? Ja, süß. Ich muss mich saven. So, krank, ich guck nur noch mal rechts, Digga. Nach rechts? Oh mein Gott. Ich wurde hier einmal gefragt, ne? Ja, ja, kommst du jetzt. Los, Joker, Nummer 2. Nummer 2. Eher für Säuglinge, für Kinder, für junge Erwachsene, Erwachsene oder für Rentner? Ciao. Du hast 5 Sachen gesagt, ne? Ja, auf den. Die letzten 3. Was war das alles? Da weiß ich selber nicht, was das war. Das war letzte Mal. Auf so Glück, das passt. Erwachsen. Nee, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Davor Jugendlich oder sowas. Mhm, okay. Also die letzten 3 war Rentner, dann war Erwachsene und junge Erwachsene. Ja. Also Jugendliche nicht und Dings nicht. Okay. Okay, okay. Ja, Zeit ist over. Ich hab die Nummer 3. Was laberst du? Ich hab Nummer 4. Ich hab, hä? Ich hab hier, wie man sieht, 1. Ich hab auch. Warte mal, haben wir jeder einen anderen? Ich hab die 2. Joker entscheidet. Ich hab die 2. You're out! Ist okay, aber. Das sieht keinen Sinn. Aber 2 werde ich auch als nächstes rausgehauen. Dann stelle ich dir eine Frage Nummer 1. Hau raus. Welche Substanz in deinem Körper hat eine ähnliche Form? Boah. Popel. Was? Popel. Popel. Jungs, Popel. Popel. Egal woran du denkst. Popel hätte man niemals gehabt. Popel ist crazy, oder? Popel ist crazy. Ich dachte, er sagt irgendein Organ, da kommt mit Popel. Das hätte man nicht sagen können. Boah, stell dir mal eine Frage. Okay, besser hat man nicht antworten können. Egal. Ich frag. Wieso gehst du auf mich Nummer 5? Ich geh jetzt wieder auf dich. Komm. Ja, okay. Puppe. Abendessen, Mittagessen, Frühstück oder Nachtsnack? Bei manchen Abendessen, bei mir zum Beispiel nur Frühstück. Okay, ich frag Nummer, wer war das? Nummer 3. Ich was hast? Er hat Puppe gesagt. Ja, du musst. Okay, nee, ich frag Nummer 1. Krank. Würdest du sagen, man sieht es nur. Oh, wie soll ich das beschreiben, ohne dass ihr es checkt? Würdest du sagen, man sieht es nur als reguläres Lebensmittel an? Ja. Hab ich es richtig verstanden? Ja. Als check regulär? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hab kein Abitur. Ich kann es erklären, ohne dass es zu auffällig ist. Also ja, ich glaube schon. Check mich, was er weiter war. Ach Mann, ich muss dir noch eine Frage stellen, Nummer 3.
Boah, kannst du mich rauslassen, Digga? Nach Popel Drop ist alles. Nein. 12 Sekunden. Okay, du hast noch nie gekauft. Hat irgendjemand in deiner Umgebung schon mal gekauft? Ja, safe. Stimmt, der hat noch nie deswegen. Ich hab noch nie gekauft. Kann ich auch jetzt sagen, noch nie in meinem Leben. Fitness Influencer. Was? Nein, Nummer 6. Die Zeit ist vorbei. Popel. Ich geh gleich hinterher. Ich bin Nummer 5. Krank. Bro, was merkst du? Popel. Leute, ihr habt du hast nur Glück, wenn du... Ihr habt so einen Schaden, Leute. Nummer 3 habe ich gewählt. Und ist vorbei? Krank, ist vorbei. Es geht weiter. Rock. Ich bin Nummer 1, wo es echt schlecht gespielt hat, weil Popel ist ein geiles... Okay, diesmal, du bist wirklich safe, ist einer von den beiden, 100%. Weil er sagt, er hat es noch nie gekauft und er ich sagt irgendwie, das ist nicht so... Okay. Ich habe weit gesagt, ich habe nichts hart gesagt. Spieler Nummer 6. Ja, bitte. Aber es wird zu auffällig, wenn er antwortet. Oh mein Gott, ich check, was er mit Popel gemeint hat. Nein, ist ja er meint nicht die Form, er meint die Konsistenz. Achso, gut. Spieler Nummer 6. Wo? Er meinte ja Frühstück, ne? Mhm. Wo benutzt du das? Auf dem Teller? Oder im. Nennt man das Glas oder Becher? Becher. Okay. Auf Teller? Ich muss ja ehrlich sein, ne? Ich benutze es gar nicht. Aber benutzt man das? Nee, du hast mich gefragt. Ich habe Mann. Ich wo benutzt man nein, das? Nein, wo benutzt du das? Nein. Was hat er gesagt? Hat er Mann oder du? Hallo. Mann. Nee, das ist hat er gesagt Mann? Mann? Mann. Weil ihr ein Team seid, ne? Mann. Hast du gesagt Mann gesagt, weil ihr ein Team er seid? Er ist ne? doch raus und ist nicht im Wasser. Ja, okay. Wo benutzt man das? Also zum Beispiel meine Frau und einen Becher. Ihr seid alle im Wasser, glaube ich. Bruder. Doch. Dankeschön. Deswegen habe ich gefragt. Ja, er ist safe. In dem Becher? Du bist safe dann. Nein, warte mal. Er versteht das auch falsch. Ich habe es richtig verstanden. Nein, du hast auch falsch verstanden, glaube ich. Einer von euch beiden auf jeden Fall. Okay, ich warte. Eine Frage. Ich stelle mich mal. So. Ich habe Déjà-vu. Wieso nicht im Becher? Weil es nicht roh. Ich esse es nicht roh. Ich esse es mit etwas. Und da mache ich es drauf. Deswegen. Das geht nicht im Becher. Ich esse es aber nicht roh im Becher. Was nochmal? Ja, alles gut, weiter. Okay, ich check, was du meinst. Nummer 3. Ich check, was du meinst. Obwohl Nummer 4 hat wenig Fragen bekommen. Nein, Nummer 3. Ja, okay. Eine Frage. Okay, Nummer 3. Sagen wir, du machst deine Hand da rein. Und holst sie wieder raus. Ja. Bleibt das drin, kommt das mit? Wie reagiert das? Komplett oder wie? Das kommt mit und zieht einen Faden. Okay. Ich will jetzt nicht. Ja. Spieler Nummer 4. Ja. Du bist echt stark, Digga. Wenn du das wieder bist, ich heul dann. Ich heul dann Todes. Spieler Nummer 4. Da. Das ist zu einfach, Digga. 5 Sekunden, bitte. Dürftest du es töten? Ob ich töten darf? Ja. Nein, darf man nicht. Du verwechselst dann was. Ist vorbei. 6, 10. Ich bleib bei 5. Ich hab 3. Ich bin nicht! Bruder, ich weiß nicht. Du hast es noch nie benutzt. Wie du hast es noch nie benutzt? Ich hab's noch nie benutzt! Jeder hat es mal benutzt. Nein, gekauft meinst du? Hast du ja oder gekauft? Benutzt vielleicht, ja, aber gekauft niemals. Ich hab auch noch nie, glaube ich. Es geht weiter. Kein Fixer. Es geht weiter? Ja. Was? Okay, ey. Bruder, ich bin verwirrt. Ich frag Spieler Nummer 5. Ja. Du hast ja eben gesagt, man kann es nicht roh essen. Man kann es, aber man macht das nicht. Okay, dann. Das ist falsch. Das ist richtig. Nein. Boah, niemand löffelt das jetzt oder so. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Warte, okay. Ich weiß, ja, oh Gott, Digga. Weißt du? Das Ding ist, ich sag mal so, der Imposter weiß, was es ist, der andere weiß auch, was es ist, aber hat keine Ahnung davon, Digga. Das ist das Problem gerade. Boah, ich glaube, einer von euch beiden, also von der habe ich wenig gehört. Du glaubst, einer von uns beiden. Okay, nein, ist das gesund? Ja, voll gesund. Okay, Nummer 6, Nummer 6. Yeah. Denk nicht an das Objekt, ne? Mhm. Zwei Farben. Ich will zwei Farben. Du willst zwei Farben? Ja. Wie mit Nenn mir zwei Farben. Und denk nicht an das Objekt selber, sondern denk daran... Hast du gecheckt? Schwarz-Gelb. Hat er dich dafür jetzt überzeugt? Ist vorbei jetzt. Ich ändere meine Meinung nicht. Okay. Das war... Guck mal, du hast eben verloren mit falschen Augen. Oder entweder du weißt, willst du noch mal verlieren? So. Okay. Okay, wir wissen bei dir schon 5. Ich hab 4.
Ja. Joker, ich. Mal wieder wie jedes Mal entscheidest du. 4. Er hat gewonnen. Endlich mal, Digga. Mach mal Zeit. Ich bin's nicht. Joker, du bist so schlecht! Wie ich bin schlecht, Digga? Du bist so schlecht! Er ist es! Ja. Er selber! Du hast es noch nie gekauft in deinem Leben! Noch nie! Oh, ey, warte, warte! Sony? Ja, ohne. Ja. Ja. Stark. Digga, diese Fliege. Nein, oh, Digga, ich dachte, das wusste Fliege, Digga. Ich wusste das Wort schon direkt, erste Runde. Ich wusste auch direkt, aber ich musste nicht raus. Scheiße! Einer meinte, ja, guck mal, er musste direkt, was soll ich denn machen? Ja. So, er musste! Einer meinte, von da, von wo kommt das? Oder irgendwie kommt das irgendwas. Da musste ich direkt. Boah, ich denke jetzt an Rohonig, Digga, von Coach. Weil niemand löffelt das. Doch, Bruder. Doch! Coach Aaron, natürlich! Ja, Bruder, Coach Aaron, Bruder, er hat das gemacht. Ich schwöre, ich habe heute noch Honig gelöffelt. Digga, welcher aber das ist mein so Rest? So das ist ja mein Organ. Was hätte ich sagen sollen? Ich dachte, ich habe nicht Organ gesagt. Aber welches meinst, Ding in deinem Körper? Schnodder oder so? Ja, das ist doch das Blut! Aber du meinst Popel! Du hast eine Konsistenz haben! Popel hat nicht Blut. Boah, weil das so schleimig ist. Popel ist Todeshaar. Popel selber? Popel ist schleimig. Schnodder. Ja, das ist Schnodder. Aber Popel ist Popel. Du weißt doch, was ich meine. Nein, Bruder, wir wussten nicht. Oh. Tut mir leid, stopp. Aber das war crazy. Er hat mich rausgeholt. Ich geh mal erste Runde raus, Digga. Ich hab dich fünfmal hintereinander gewählt. Das war crazy. Ja. Wir gingen nicht rausgeflogen, er hat zum Glück gewonnen. Ich bin sauer. Nummer 6. Stell deine Frage, müsste nach 5 Runden noch nicht Imposter gewesen, aber jetzt stellen müssen die Frage. Ah, oh Mann, ich will es nicht so einfach machen. Ja, würde ich auch sagen. Nummer 3. Da du schon so am Pushen bist. Soll ich dich direkt raushauen oder soll ich später machen? Alles gut, mach später. Alles gut, ne? Alles gut. Alles gut. Ich will mal, dass wir auch gewinnen, die Spieler. Ist es hier im Raum? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Nicht, dass ich wüsste, Bro. Nicht, dass du wüsstest. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Und wenn, will ich es auch gar nicht wissen. Spieler Nummer... Wer hat nicht gelacht? Ja, ich hab gelacht. Du hast nicht gelacht, Bruder. Nummer 2, was ist los? Irgendwie hast du nicht gelacht. Spieler Nummer 2. So, allgemeine Frage. Ist das haram? Ja. Okay. Warum wartest du auf eine Reaktion? Aber was haben wir gemacht? Ist das richtig oder nicht richtig? Er macht. Boah, er richtig macht es. Kurz und knackig. Nummer 5. Schieß los. Hast du schon mal bestellt? Oder wenn die Polizei. Ach nee, egal. Tschüss. Spaß hab ich sowas noch nicht. Okay, Nummer 1. Yes. Nenn mir mal ein Land. Ein Land? Ein Land. Kolumbien. Jungs, das ist zu viel. Digga, ihr seid crazy. Schenk diesen Imposter das Wort. Trust me, trust me. Okay, ich frage. Er hat noch keine Frage bekommen. Guck mal, Frage Nummer 4. Okay. In der. Oh, das ist dumme Frage. Jahreszeit. Herbst. Okay. Herbst? Ich verstehe. Ich check auch Herbst. Crazy auch, Herbst. Ich check auch Herbst. Herbst ist aber crazy. Ich checke Herbst. Er checkt Herbst auf jeden Fall nicht, Bruder. Spieler Nummer 2. Ja. Oder die beiden sind's. Ist das gesund? Nein, das geht. Oder geht? Ich hab keine Antwort. Keine Antwort? Ja. Ich will eine Antwort. Das ist meine Antwort. Okay. Komische Antwort. Finde ich auch komisch, bin ich ehrlich. Was fertig, oder? Nummer 5 wieder. Nee, 20 Sekunden. Ist er bunt oder nicht? Nein. Okay, Nummer 1. Ganz schnell. Nenn mal ein Tier. Ein Tier? Ja. Frosch. Okay. Doch. Was? Egal. Ist vorbei, Digga. Mann! Ich bin mir. Also, gar keine Ahnung. Einfach nur selbst. Sorry. Wenn ich schwarz bin, ne? Ich hab 9 gewählt, nicht 6. Oh, die beiden haben 6 gewählt. Warum? War schon ein bisschen sass. Aha. Ich hab 2. Guck mal, er fühlt sich richtig verraten von seinem Imposter-Mate, dass er ihn gewählt hat. Ich hab 2 gewählt. Ich habe auch 2 gewählt. Ich habe auch 2 gewählt. Ja, die haben sich gegenseitig gewählt. Du bist raus. Dann musst du mich gleich fragen, ne? Dann musst du gleich auf mich schön. Nummer
5. Erlaubt, nicht erlaubt? Nicht erlaubt. Nummer 6. Ja, bitte. Nenn mir mal einen Rapper. Ich will es halt jetzt so einfach machen, Digga. Oder mach's einfach. Ich glaub, der hilft dir das, wenn ich sage, hilft es, ich sag, in Amerika 80%. Hilft dir das, der Rapper? Ja, okay, doch, doch, ja. Okay? Reicht, reicht. Gut. So. Kriegt mich alles ab! So, ja, für den Imposter. Ja, aber wie wenig gleich raus. Warte. Nein. Okay, danke schön. Dein Blick war so komisch. Bruder, ich wurde tausendmal gefragt, hab alles gefragt. Nummer 4. Ja. Nenne mir. Nein, das ist so einfach, das ist so einfach. Wie viel kostet es? Circa. Soll ich sagen? Ja. 10er. Glaube ich. Aber wieso? Ich distanziere mich. Ich frage den Imposter. Ich bin Nummer 5. Quatsch. Gibt es das auch als Parfümduft? Keine Ahnung, glaub nicht. Noch nie davon gehört. Komm, mal mich. Komm. Okay, nein, du bist safe. Nummer 1. Yes. Okay, ich will nur wissen, schlimmer oder nicht schlimmer? Okay. Keine Ahnung. Sag ich einfach LSD. Schlimmer. Jungs, wir haben ihn. Ey Leute, ihr wisst. Wir haben nein. Oh Mann. Nein, nicht deswegen. Es ist schlimmer. Er ist traurig, aber es, nein, nicht deswegen. Es ist wirklich schlimmer. Bro, ich check warum. Ich check auch warum, aber ich glaube, er hat falsch gedacht und will sich vorstellen. Nein, das ist vorbei. Leute, es ist schlimmer. Kann. Wir können wählen. Es ist schlimmer. Jungs, ich glaube, es ist eh schon zu Ende. Als Nummer 1, aber ich werde rausgewählt. 5. Das ist safe 5, weil 5 wollte herausfinden. 5 wollte nur herausfinden, worum es geht. Und vorbei? Es ist vorbei. Gar kein Fall vorbei, Jungs. Die macht das jetzt noch. Und guck mich an. Er hat recht, ist vorbei. Ist nicht vorbei. Ist nicht vorbei? Ich hasse euch, Digga! Du bist so gut. Brauchst du dafür deine Nase? Spiel Nummer 4. Nein, brauch nicht meine Nase dafür. Sicher? Also ja, normal, aber nicht. Nicht so passiv brauche ich meine Nase dafür. Okay. Spieler Nummer 6. Kann man damit Essen machen? Ich kenne kein Gericht, wo man das verwendet. Ich weiß, was er meint. Okay. Man muss ja gerade so. Oh, ich weiß auch, was er meint. Jetzt weißt du, ne? Weiß aber nicht, dass ich ein Poster bist. Nummer 1. Yes. Passt, du hast ja vorhin das Wort Popel genannt. Ja. Yeah. Passt dieses Wort zu Popel? Nein, gar nicht. Also jetzt konsistenzmäßig gar nicht? Nein. Okay. Also, oh. Nein. Nee, ne? Ist okay. Vorbei. Okay. Boah, ich check gar nichts mehr. Ich verstehe auch gar nichts mehr. Nummer 3. Ist vorbei? Ist es vorbei? Ist vorbei, Bruder. Ich bin am Ende. Ich habe gar keine Lust. Nummer 4. Krank. Du musst das genommen haben, was ich genau habe, sonst bist du raus, Bro. Nummer 1. Nummer 6. Krank, dann ist raus. Nummer 4. Ja. Jungs, viel Spaß euch noch. Laber nicht. Ja. Oh mein Gott. Partys eher im Becher oder neben dem Becher? Auf Partys eher im Becher oder im neben Becher dem Becher? Im Becher oder neben dem Becher? Gar nicht auf Partys. Also, hier zumindest nicht. Achso, ich bin kein Party. Joker. Ja. Ich bin dran, ne? Ja. Was würdest du denn sagen? Eher im Becher oder neben dem Becher? Im Becher. Im Becher? Ja. Mit der eigenen Frage rausgehauen, Bruder. Was? So ein Ding ist das nämlich hier. So ein Ding ist das nämlich, Bruder. Ey, wir können auch fragen. So. Ja, du bist dran. Hau raus. Ja, ich frag jetzt. Ja. Bin ich raus? Hä? Bin ich raus? Ja. Scheiße. Ja, du bist raus, Bro. Ey, Mann. Ey, ich dachte, das Wort ist Codein.
Digga. Ey, ist krass. Oh. Ist krass, oder? Ja, Marihuana. Marihuana. So. Digga. Oh. Ihr beide wart? Ja. Ich war mir im Becher, Bro. Hast du einen Joint? Hast du einen Becher, Junge? Was für ein Becher, Bruder? Ich war mir am Anfang so sicher, dass es Gras ist. Ja, dann meinte ich legal, er meinte nein. Ja, ja, deswegen. Was? Ach so. Deswegen dachte ich, scheiße, das ist doch nicht. Da war ja was. Hab vergessen. Ich hab nur deswegen, ich wollte so sicher sein, ich so, ist es legal? Ich denke jetzt so, komm, ja, aber nein, ist so scheiße. Ich so, nein, ich muss überlegen, was ist es sonst? Oh, man. Das war last minute, Digga, Das war echt laut. Er schreibt sechs auf. Oder warum das? Weil ich dachte, das war blöd mit dem Becher. Er wollte nicht in die Irre führen. So, dachte ich. Was? Okay. Oh mein Gott. Ach, oh mein Gott, das meinst du so gut. Und dann meinst du so gut. Ach du Scheiße. Du hast dich sogar lassen. Ich wollte auf Kokain schicken. Dachst du wirklich bei Hertha und denkst da wegen an Gras oder woran dachtest du? Wegen was? Bei Hertha und schwächer als LSD. Ich dachte nicht an Gras, ich dachte an Kodein. Meine. Der Sonne, das war's gewesen mit dem Video. Schaut euch auf jeden Fall auch das Video von Barcelona an. Gönnt euch die Videos auch von Joker to Lulu. Yeah. Alle hier haben YouTube, ich blende euch das hier unten ein. Könnt ihr euch gerne gönnen. Das war eine XXL-Folge, geisteskrank lang gewesen, aber ihr wart einfach wirklich gut. Deswegen, das war's, Freunde. Peace out. Ciao, ciao. Peace.